Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Fallout New Vegas, wo wir demnächst höchstwahrscheinlich dem Glücksspiel frönen werden und uns eine goldene Nase verdienen werden. Hoffentlich kriegen wir auch noch Bitcoins. So, ich weiß gar nicht, hier Tür auf zu Good Springs, was muss ich denn eigentlich machen? Ich hab doch so einen Pip-Boy. Aufgaben. Ringo Hilfe gegen die Pulverbanditen anbieten oder... Da sind sie da! Beim Betreiber des Mojave Express in Prim Informationen über... Ah, das ist die Hauptquest. Ringo Hilfe gegen die Pulverbanditen anbieten. Das mache ich jetzt mal. Das mache ich draußen, weil hier drin ist er nicht. Tschüss. Mit dem extra Schnorrer finden Sie in Behältern wesentlich mehr Munition als sonst. Only you can prevent corporate espionage. So, bin ich bewaffnet? Und schwer und gefährlich. Bin ich bewaffnet und gefährlich? Ich versuche es mal. Ich versuch's einfach mal. Lalala. Oh, ich müsste hier eigentlich was reparieren, aber ich habe ja keine gleichwertige Waffe. Was habe ich denn überhaupt an Waffen? Aufgaben dann statt Gegenstände. Ah. 9mm Pistole und ich kann ja erstmal das Gewehr bis zum Abwinken zerhitten. Ja, hier wieder bei Fallout. Nicht auf Patreon, sondern hier auf YouTube. Ich überlege mir noch, was ich auf Patreon mache. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünscht an Spielen, die ich spielen soll. Aber die gibt es dann nur auf Patreon. Ja, Stefan, ich will gar nichts. Du bezahlst doch nicht auch noch für den Scheiß hier. Okay. Ihr dürft aber mich gerne unterstützen, wenn ihr dann wollt. Dann gibt es qualitativ noch hochwertigere Videos als ohnehin schon. Also. Ja. Jetzt stimme ich hier für mehr Zeit. Keinen Schritt näher. Wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Ich bin Flaschenlimo. Und, Sie sollten nur schießen, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie treffen. Ich bin kein Feind, falls Sie das meinen. Tut mir leid wegen der Knarre. Sie haben mich einfach kalt erwischt. Wir haben einen schlechten Start erwischt. Wie wäre es mit einer Partie Karawane? Sie wissen doch, wie man das spielt. Nee. Ich weiß nicht. Das ist ein Spiel für zwei Spieler. Der Sieger bekommt den gesamten Einsatz. Man baut mit seinen Karten eine Karawane. Das Ziel ist es, Karawanengebote zu machen, die Gebote des Gegners schlagen. Es geht also mehr um Strategie als um Glück. Darum sieht man Karawane auch in keinem Casino. Es ist zu langsam und wichtiger, die Bank hat keinen Vorteil. Hier, nehmen Sie dieses Holoband. Es erklärt die Regeln genauer. Sie benötigen außerdem einen Kartensatz. Hier, einer von meinen. Also, Lust auf eine Partie? Also, da will ich das richtig verstehen. Ich komme hier rein, erschreck dich, du drohst mich. Und im nächsten Moment, ich sag nur, ich bin kein Feind. Und dann schenkst du mir einen Kartensatz und ein Holoband. Okay. Ich will mal eine Runde Keine spielen. Angst. Ich bin kein wirklich guter Spieler. Ich auch nicht. Du bist ein besserer Spieler als ich. So, ich hab 68 nur. Oh. Was kann ich erhöhen? Natürlich. Ich mach mal auf 5. Das kann ich mir leisten, wenn ich die nicht gewinne. Ja, akzeptieren. So, ich muss eine Karawane bauen, oder ich weiß aber nicht, wie er geht. Ich, kann ich gehen? Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Hä? Ich verstehe es nicht. Ciao. Ich lade nochmal. Oh ne, da muss ich ja wieder hinlaufen. Da muss ich ja ganz wieder mit dem. Ach, hier hast du deine 5. Hinzufügen und. Wo ist sie akzeptieren? Da war doch eben was. Entfernen, Karawane spielen. Hä? Ich raff das nicht. Halt.
Abbrechen. Ich weiß, wenn Sie die Partie verlassen, dann verlieren Sie das gewettete Geld. Partie wirklich verlassen. Ja, mein Gott. Ich hasse Kartenspiele und ich bin zu blöd für so eine Scheiße. So. Ich hier. Warte mal. Was gibt's? Wussten Sie, dass es einen Mann namens Joe Cobb nach Ihnen... Was? Dass ein Mann namens Joe Cobb nach Ihnen sucht? Schon, aber allzu hart sieht er nicht aus. Offenbar hat er Angst, dass ich ihn von dem Fenster aus abknalle, wenn ich ihn sehe. Und er hat recht. Ich habe ein viel größeres Problem, wenn seine Kumpels aufkreuzen. Mit allen werde ich in der Schießerei nicht fertig. Warum sind die Pulverbanditen hinter Ihnen her? Meine Karawane kehrte gerade aus Kalifornien zur Firmenfiliale in New Vegas zurück, als wir überfallen wurden. Nicht mal ein Waffen fallen lassen und Hände hoch, bevor die Kugeln flogen. Wir haben uns nach Kräften gewehrt, aber das waren zu viele. Ich habe ein paar Banditen erledigt, bevor ich mich verzog. Also nehme ich an, dass Ihre Freunde auf Rache aus sind. Ja, kann ich verstehen. Was rächst du dich auch? Also, nee, was wehrst du dich auch? Was wollen Sie gegen die Pulverbande unternehmen? Ich tauche jetzt so lange wie möglich unter, sofern mich die Stadt nicht den Wölfen vorwirft. Allein habe ich gegen die Bande keine Chance. Soll ich dir helfen? Zu zweit würden wir nicht mehr erreichen als ein gemeinsames Grab. Wenn jedoch noch ein paar andere Leute aus der Stadt an Bord wären... Ich frag mal rum. Mal sehen, wen ich alles aufschreiben kann. Fangen Sie mit Sunny Smiles an. Sie gehört zu den freundlichsten Leuten hier. Mach ich doch, glatt. So, was haben wir denn hier? Hier ist da bestimmt mal drin. Sunset Sarsaparilla. Sarsaparilla, wusste ich mal, was das ist. Der gute mal irgendwann mal... Ja, ich brauche hier aber nicht nur die Geschiss da hier, was zu essen oder so eine Scheiße. Ah. Sondern ich brauche auch Muni. 17 brauche ich jetzt mal nicht. Axo-Reinigungsmittel brauche ich auch nicht. Arzttasche. Gewicht 1. Da muss ich überlegen, während ich mir am Sack kratze. Ja. Der Mensch macht, was der Mensch machen muss, wa? Whisky brauche ich nicht. Komme ich dir zu nah oder was? Ich brauche kein Mehl. Ist hier noch irgendwas? Nee. Hast du hier schon alles geplündert oder was? Wie sehe ich die Geschichte? Seesack. Hat das hier Gewicht? Ah, das hat Gewicht. Aber richtig heftiges Gewicht. Aber hier hat hier nämlich erstmal mit. 12, Alter, 12. Ach, nimm alles mit. So, hier ist ein Terminal. Ach, guck mal hier. Verschlossen leicht. Oder ich nehme... Ne, hier ist gar kein Terminal. Ja, ja, ich kenne das. Geil. Und wem soll das hier gehören? Kann ich verkaufen. Zwar niemals für den Wert, wie da angegeben ist, aber ja. So, warte mal. Ah ja, genau. Das ist das Licht. Gut. Was ist das für eine Ladezeit? So, das Sunny Smiles frage ich jetzt mal, ob die helfen will. Damit man den Ringu hier mal... Ich mache erstmal ein paar Quests hier in dem Örtchen. Komm ich noch früh genug raus? Ich frag den hier mal. Ah, ne. Du bist nur ein namenloser Bastard. Lass mich hier drüber. Good Springs General Store. Ist hier vielleicht jemand drin? Ich frag mal. Ah, ich kann hier schon mal ein paar Sachen verkaufen. Bleibst du mal kurz stehen? Ach, Sie sind's. Doc Mitchell hat sie wieder zusammengeflickt, richtig? Hätte nicht gedacht, dass sie sein Haus je wieder verlassen. Warum nicht? Ich habe jede Menge Vorräte zu verkaufen. Auch Waffenmodifikationen und Spezialmunition. Da ist jeder Kronkorken gut angelegt, wenn Sie mich fragen. Ja, wenn gut. Sie etwas knapp bei Kasse sind, kann ich außerdem Überschussmunition anbieten. Nichts Großartiges, aber für den Preis ganz in Ordnung. Zeigen Sie mir mal Ihr Angebot. Natürlich doch. So, ich will verkaufen.
Das ist ja gut, das ist sein Zeug. Ich hätte gerne das Bier nicht mehr, die Blechdose nicht mehr. Das Bleirohr. Aber halte ich mal. Die Energiezelle behalte ich auch. Entladeenergiezelle klein. Damit kann ich neue Energiezellen machen. Die sind noch nichts wert, die kann ich also behalten. Gecko-Ei. Wieso schuldest du mir jetzt nur 7? Das hat auch 10 Wert. Na egal. Gecko-Steak. Nee, Gecko-Fleisch. Hier kannst du auch. Ja, ja, alle. 26. Gecko-Haut. Alle. Ja, geil. Gegengift behalte ich. Der Haarklammer behalte ich auch. Ein Hammer kannst du haben. Der Teilpulver behalte ich. Die Hülsen hier behalte ich auch. Die Kernspaltungsbatterie. Auf jeden Fall Schrott da unten, oder nicht? Das ist doch Schrott. Das mal. Nein! Was habe ich denn sonst? Hier, Kernspaltungsbatterie? Ah, da waren die beiden. Okay. Kleinkalibergewehr will ich behalten. Das Klemmbrett kannst du auch haben. Knusprige Eichhörnchenbissen. Na, wie wär's? Laserpistole, leere Spritze ist auch nur Schrott. Obschlauch ist auch nur Schrott. Ophthalmoskop. Weiß ich gerade nicht, was das ist. Prügeln aktuell, das muss ich noch lesen. Red-X, behalte ich. Rasiermesser. Ist eine Waffe. Schmutziges Wasser, kann ich auch mal behalten. Die Stange Zigaretten ist auf jeden Fall Dreck. Stützbandage. Ah, das ist was hier. Ah. Das behalte ich. Wildkürbissamen. Zanderwurzel hat keinen Wert. Und das Wildkürbissamen. So, was hast du? Ich brauche eine Waffe. Und zwar. Wo ist denn mein. Ich hatte doch. Hier, Kleinkalibergewehr. Du hast doch bestimmt noch eins. Gib mir das mal her. Da kann ich das reparieren, hoffentlich. Und dabei belassen wir das erstmal. Weil sonst. Mir das hier zu viel für den Zuschauer. Gerne. Warum ist der Überschussmunition minderwertiger? Erzählen Sie mir mehr über Waffenmods und Spezialmunition. Das will ich alles noch nicht wissen. Doch, hier. Das ist das Prinzip Masse statt Klasse. Bei dieser Art von Munition muss die Waffe oft gereinigt und neu eingestellt werden. Erzählen Sie mir mehr über Waffenmods und Spezialmunition. Zu den Waffenmodifikationen gehören Dinge wie Schalldämpfer, Visiere und größere Magazine. Zur Spezialmunition zählen etwa panzerbrechende Projektile. Richten am Ziel selbst nicht so großen Schaden an, durchschlagen Rüstungen aber leichter. Es gibt auch Hohlspitzprojektile, die den gegenteiligen Effekt haben. Sehr wirkungsvoll gegen ungepanzerte Ziele, aber wirkungslos gegen Rüstung. Gut zu wissen, da musst du Munition immer wechseln. Was hast du hier? Was willst du über die Lage mit dem Pulver dienen? Wenn Ringo nicht alleine loszieht, sollten wir ihn ausliefern, denke ich. Die Stadt sollte sich in dieses Problem nicht einmischen. Halten Sie mich jedoch nicht für einen Feigling. Wir sind alle Kämpfernaturen und wenn nötig, opfern wir unser Blut. Aber wir suchen keinen Ärger. Hättest du Lust zu helfen? Ah, da kann ich ihn nicht fragen. Der Anführer war ein New Vegas-Typ, ein richtiger Stadtkerl. Er hatte einige Großkarne im Schlepptau, Leibwächter vermutlich. Da sie Gegner der RNK sind, bleiben die Großkarne üblicherweise in ihrem eigenen Territorium, oben im Nordwesten. Das war die Frage, ob der was über die Typen sagen kann, die mich abgeballert haben. Waren Sie schon mal in New Vegas? Beide Male habe ich viel Schnaps getrunken und fast alle meine Kronkorken am Kartentisch verloren. Ich glaube, so rum stimmt die Reihenfolge. Wenn Sie jemals nach New Vegas kommen, besuchen Sie unbedingt das Gomorrah. Das beste Casino der Stadt. Sie werden es nicht bereuen. Ein Tipp, benehmen Sie sich. Unter RNK-Feldjägern und den Robotern von Mr. House empfiehlt es sich nicht, auf dem Strip Ärger zu machen. Was mir gerade gesagt hat, wo alle deine Kronkorken verloren hast. Wieso empfiehlst du mir das Casino? Bist du beschissen oder was? Alter. Woher will ich denn jetzt was hier über Haus wissen? Ich würde gern mehr über den erfahren. Woher weiß ich, dass es den gibt? Tut mir leid, ich weiß nicht viel. Mr. House hat sein eigenes Casino, das Lucky 38. Aber außer seinen Robotern geht dort niemand ein und aus. Die anderen Casinos halten sich an seine Regeln, also ist er vermutlich der Boss von New Vegas. Soviel ich weiß, legt sich mit ihm keiner an. Ich glaube, der Roboter, der sie aus dem Dreck gezogen hat, gehört Mr. House. Und wenn Mr. House sich um sie kümmert, ist das ja nur gut, oder? Kann sein, je nachdem, was das für ein perverser Schweinehund ist.
Das sind verdammt harte Kerle. Oh, hier, der Großkarne. Was ist das? Aber nicht durchgeknallt. Wenn man nichts hat, was sie interessiert, lassen sie einen in Ruhe. Die Großkarne handeln mit illegalen Medikamenten. Die meisten Drogen, die einem so unterkommen, wurden vermutlich von den Großkarnen hergestellt. Dann muss ich meinen Drogendezernat. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass ich hier erstmal wieder alles vorlese. Also die ganzen Dialogoptionen, bevor ich die klicke, damit ihr auch, wenn ihr das nur hört beim Einschlafen oder so, den Faden nicht verliert. Auf Wiedersehen. Immer mit der Ruhe. So, jetzt teste ich, ob ich die sofort reparieren kann hier, den Mist. Ja. Jo, geil, Alter, geil. So. Ich gehe dann mal wieder. Und jetzt gehe ich zu Sunny Smiles. Die lächelt mich immer so freundlich an. Da ist der Tag, als würde Sonne scheinen. So ein sonniges Lächeln ist das. Emma Sunny. Howdy. Hallo. Bleiben Sie noch länger in Good Springs? Du siehst ein bisschen aus wie Moira. Ich werde Ringo gegen die Pulverband unterstützen. Könnt ihr Hilfe brauchen? Sagen Sie nichts weiter. Ich bin dabei. Sehr schön. Das war ja einfach. Einfach so? Einfach so. Ich habe das Gefühl, dass ich mich früher oder später eh mit den Kerlen anlegen muss. Also bringe ich es lieber hinter mich. Joe Cobb will uns in Ruhe lassen, wenn wir ihm Ringo übergeben. Aber ich kenne Kerle wie ihn. Früher oder später greifen sie doch die Stadt an. Wieder? Allerdings sind Sie, ich und Ringo nicht wirklich eine ernstzunehmende Truppe. Eine Menge Leute hier bewundern Trudy. Wenn Sie Trudy überreden könnten, bei uns mitzumachen, würde das vielleicht ein paar der Leute hier auf unsere Seite bringen. Ich weiß, dass Easy Pete Dynamit rumliegen hat. Und Chet hat gerade Lederrüstungen reinbekommen, die wir leihen könnten. Reden Sie mit ihnen. Und die Chancen stehen gut, dass wir einige Löcher davontragen. Wäre also nicht schlecht, wenn Doc Mitchell ein paar Stimpaks springen ließe. Alles klar. Irgendeine Idee, wie man Trudy dazu bekommen könnte, sich uns anzuschließen? Man wird wohl mit Engelszungen reden müssen. Trudy muss überzeugt werden, dass wir einen guten Plan haben, wie wir den Kampf gewinnen. Wäre Chet gewillt, uns seine Vorräte zu überlassen? Ich glaube nicht, dass Geben zu Chets aktivem Wortschatz gehört. Selbst wenn die Stadt auf dem Spiel steht, wird er noch falschen wollen. Und wie komme ich an Easy Pete's Dynamit? Easy Pete passt gut auf sein Dynamit auf. Sie müssen ihm beweisen, dass sie etwas von Sprengstoffen verstehen, damit er welches rausrückt. Ich verstehe aber nichts von Sprengstoffen. Ich muss außerdem nach Prim. Können Sie mir eine Route empfehlen? Nehmen Sie einfach die Straße im Südwesten, bis Sie auf den Freeway treffen. Prim ist die Stadt mit der Achterbahn direkt südlich. Kaum zu verfehlen. R&K-Patrouillen halten den Highway zwar ziemlich sauber, aber halten Sie lieber Ihre Waffe griffbereit. Man weiß ja nie, wen oder was man so trifft. Abseits der Straße werden Sie schnell auf angriffslustige Tiere treffen. Ich würde Ihnen raten, möglichst auf dem Highway zu bleiben. Alles klar, bei dem Prim gibt es nämlich, glaube ich, den Roboter, den ich als Begleiter nehmen kann. Oder den werde ich dann auch die ganze Zeit als Begleiter nehmen. Weil der ist toll. Ich bin momentan etwas knapp an Kronkorken. Es gibt wohl nicht zufällig etwas Arbeit. Soll ich die fragen? Sprechen wir über die Biene um Good Springs herum? Ich frage mal. Nein, nicht in Good Springs. Wenn Sie auf altes Zeug scharf sind, gibt es hier jedoch das Schulgebäude. Das meiste da drin dürfte Schrott sein. Aber es gibt einen alten Safe, den nicht mal Easy Pete mit seinem Dynamit aufbekommen hat. Wenn Sie es mal versuchen wollen, nehmen Sie die hier. Mein Magazin über Dietriche? Wozu brauche ich die Haklemann? Würde ich jetzt eigentlich nicht fragen, aber geht denn dann das? Wenn das Schloss zu viel für Sie ist, dann hilft es vielleicht, wenn Sie mal das Magazin durchlesen. Danke. Und die Haarklammern, was ist damit? Die brauchen Sie, um das Schloss zu knacken. Aber seien Sie vorsichtig. Zu viel Druck und sie bricht ab. Eieiei, okay, ich schau mir diesen Safe mal an, wenn ich dazu komme. Ich helfe immer gern, wenn jemand mal Pech hat. Du siehst so aus wie die Moira Braun, aber du bist nicht ganz so dämlich wie die. Alles klar. Ich werde warten. Dann werde ich mal weitergucken, hier mit den Leuten reden. Was ist da? Die sind, glaube ich, nur... Ah, ne, hier, den kann ich auch noch fragen. Ne, den. Trudy. Oh, Trudy. Sie wollen es also mit Joe Cobbs Bande aufnehmen. Ja. Sehr riskant. Aber Sie müssen wohl tun, was Sie für richtig halten. Ja. Die sind etwas in der Unterzahl gegen die Pulverbanditen. Könnten Sie vielleicht helfen? Umso mehr Gründe für mich, das auszusitzen. Aber ich drücke Ihnen die Daumen. Manu. Aber warum? Nochmal. Umso mehr Gründe. Ach, fick
dich, du dämliche Trudi. Halt deine Fresse! Warte mal. Sprache. Das werde ich jetzt mal verbessern, damit ich hier... So. Schusswaffen. Bei 25 reicht, glaube ich, meistens. Schusswaffen. Reverieren. Dietrich kann erstmal so bleiben. Feilschen werde ich wohl brauchen. Sprengstoff, von dem soll ich natürlich auch was verstehen. Ja, waffenlos. Ja, kann ich leider nichts runterziehen. Wissenschaft will ich halt auch mal. Wissenschaft ist immer wichtig für die Terminals. Ich finde das mich geil. So. Obwohl die Wissenschaft andererseits. Ich weiß ja auch ohne Wissenschaft, wie man das knackt. Ich mach das mal nochmal weg und mach mal hier auf. Reverieren und Schusswaffen. Weiter. Eingefleischter Junggeselle, intensives Training. Mit dem extra intensives Training können Sie eines Ihrer Special-Attribute um einen Punkt erhöhen, Ladykiller. Im Kampf fügen Sie weiblichen Gegnern 10% mehr Schaden zu. Außerhalb des Kampfes bieten Sie ihnen im Umgang mit Vertretern des anderen Geschlechts manchmal einzigartige Dialogoptionen. Langzeitgedächtnis. Mit dem extra Langzeitgedächtnis bleiben die Boni durch Fertigkeitsmagazine dreimal so lange aktiv. Ach so, das Magazin muss ich... Das wird dauerhaft. Na gut. Heller Kopf. Mit jedem Rang des Extras Heller Kopf erhalten Sie 10% zusätzliche Erfahrungspunkte. So, Trudi, wir müssen noch mal kurz reden. Trockene Kehle? Das kann ich ändern. Sie sollten dabei helfen, die Pulverbanditen auszuschalten. Kugeln, Explosionen, jede Menge Spaß. Ich hatte vor, das auszusitzen. Aber irgendwie muss man sie einfach mögen. Ich bin dabei. Ich werde mal mit ein paar anderen Leuten reden und schauen, ob ich vielleicht noch Mitglieder für diese Miliz gewinnen kann, die sie zusammenstellen. Es hat zwar jeder eine Schusswaffe, aber ein wenig mehr Ausrüstung wäre nicht schlecht. Im Gemischtwarenladen finden wir wohl, was wir brauchen. Da war ich schon und du musst deinen Damenbart nochmal wegmachen. Auf Wiedersehen. Passen Sie auf da draußen. Danke. Denk an deinen Damenbart. So. Ah, hi. Howdy. Howdy. Alles klar bei dir, Alter. Ich höre, Sie haben Dynamit. Das würde uns helfen, die Pulverbanditen zu besiegen. Zu gefährlich. Wenn ich das einem von euch gebe, sprengt ihr euch alle in die Luft. Das musst du wohl mitmachen. Das Zeug bleibt besser, wo es ist. Bah. Sicher ist sicher. Ah, schon gut. Yep. Halt deine Fresse. Was wissen Sie über Joe Cobb? Stinkt nach Ärger. Ach, scheiße. Das ist hilfreich. Willkommen. Er wollte mir auch gerne helfen. Yep. Ja, halt deine Fresse. Dann yep. Alter. Warte mal, irgendwie, wie war das nochmal? Man konnte mal Sachen... Nee. Nachladebank, Alter. Zerlegung? Hier kann ich auf jeden Fall der Munition bauen. Was heißt die da, Zerlegung? Bleipulverpistole. Wie viele? Was? Ich verstehe es nicht. Ich will jetzt auch nicht irgendwas wegmachen. Da muss ich mich mal näher mit beschäftigen. Oh. Recycling kleine Energiezellen. Wieso fragt er mich, wie viele Rezepte ich hiervon will? Warum sollte ich 8 Stück nehmen? Was ist das für eine Kacke? Nee. Nee. Und außerdem knallt es hier gerade. Noch was? Nee. So, also der hier will mir schon mal nicht helfen. Na gut, dann halt nicht. Ja. Dann fahr ich mal andere Leute. Kann ich rennen? Nee. Habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon versucht. Die Windmühle dreht sich. Oh nee, jetzt wird es ja dunkel. Ah, da ist heute bestimmt alles geschlossen.
Doc Mitchell, du musst mir mal helfen, Doc. Hey, Doc. Hey, Doc. Snoop Doggy Dogg. Willkommen zurück. Hatte nicht so schnell mit einem Wiedersehen gerechnet. Was kann ich für Sie tun? Wenn ich jetzt in 5 Jahren wiedergekommen wäre, hättest du dann auch gesagt, ich bin verletzt und brauche medizinische Hilfe, ich brauche medizinisches Material, die Stadt wird bald von Banditen angegriffen werden. Können Sie irgendwie helfen? Überall, wo ich hinkomme, scheint es das Gleiche zu sein. Die Leute können einander einfach nicht in Ruhe lassen. Ist leider so. Mit meinem kaputten Bein bin ich im Kampf nicht besonders nützlich. Und meine Vorräte sind mager. Aber ich gebe ihnen, was ich entbehren kann. Das ist höflich. Das ist wirklich, wirklich höflich. Muss man auch mal anerkennen, weil in den meisten Spielen bist du einfach nur beleidigt. Auf Wiedersehen. Schön vorsichtig jetzt. Danke. So wie der Howdy-Typ da. Jetzt soll ich nämlich mal ins Knie ficken da. Das ist wieder die Windmühle. Ich dachte, was sind das für Schritte? So. Warte mal. Hey. Ach, das ist der. Mit den beiden habe ich gesprochen. Jetzt ist hier noch einer übrig. Und zwar diesen hier. Ne, hier war ich ja schon. Ich frage den nochmal. Hey du, ist ja eigentlich... Möchten Sie Vorräte kaufen? Nee, ich wollte noch tragen. Moment mal, ich war nie dafür, es mit den Pulverbanditen aufzunehmen. Sie sprechen hier von einer Investition in Höhe von 1000 Kronkorken. Die hab ich nicht. Und ich kann auch nicht feilschen. Das erledigen Sie mal alleine. Ich hab damit nichts zu tun, aber wenn Sie was kaufen möchten, dann nur zu. Du verdammter Bastard. Immer. Halt deine Fresse. Siehst du, geht schon los hier mit dem Ärger. Na gut. Das Sunny Smiles ist wenigstens schon mal dabei. Dann lasse ich jetzt dem Ringo Bescheid, da das losgeht. Nachgeladen ist. Jetzt muss ich erstmal laufen. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ja, alles. Jetzt muss ich schon leise machen. Ich habe nämlich die erste Folge noch nicht gesehen. Ich glaube, das ging.